Hä? Achso, das eben war nicht stampfmächtig auf. Das war die dritte Mission. Okay, aber wir haben auf jeden Fall eine Bewegung hier drin. Naja gut, von mir aus, dann haben wir es halt. So kann man die Bomben auch killen, wenn man die ganze Zeit hinterherlaufen lässt und dann sie explodieren lässt, ja. Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen ausgelaugt momentan, aber das muss ja nichts unbedingt Schlimmes sein. Ich meine, on-topic kann man... Das ist halt so eine Einstellung, die ich, ja, verfolgt habe. Längere Zeit, dass off-topic-Videos besser macht, aber das... Ja, das ist... Würde ich gar nicht mehr so generalisieren wollen. Weil das stimmt halt auch nicht immer, ne? Manchmal ist off-topic auch einfach... unsinnig, unnötig und vielleicht ist es das, was meine Videos halt so ein bisschen monoton hat wirken lassen in der letzten Zeit. Vielleicht, ich weiß es nicht. Könnte ich mir vorstellen, ja. Auf jeden Fall freue ich mich auf den Stream am... Boah, macht der das gut. Und jetzt hier eine Stampfattacke, damit wir nicht runterfallen. Wunderbar, herrlich. Drei rote Münzen, ich hoffe, das reicht. Weil wir müssen hier noch eine ganze Menge Münzen einsammeln, das ist halt... Und die Münzen hier sind auch nicht gerade gut bemessen. Also, nicht gerade großzügig bemessen. Wir müssen hier relativ viel mitnehmen. Auch wenn man am Anfang schon suggeriert bekommt, boah, das wird ein leichtes Spiel hier. Aber je weiter man nach oben kommt, desto weniger wird die Münzendichte. Das ist quasi eine linear abnehmende Dichte. Wenn man darüber eine Massenverteilung bilden will, dann... Dann steigt die Masse quadratisch an? Nein. Schwachsinn. Irgendwie bestehe ich gerade auf dem Schlauch, aber das... Nein, wenn man was machen will, wenn man... Ach, egal, vergesst es. Ich bin raus. So, auf jeden Fall haben wir da jetzt schon mal ein paar Münzen mitgenommen. Hier gibt es jetzt noch mal eine ganze Menge Münzen. Und zwar durch so einen blauen Schalter. Der gibt uns noch mal eine ganze Menge mit. Und da müssten wir im Idealfall auch alle mitnehmen, weil ansonsten wird es eng mit den Münzen sammeln hier. So viel weiß ich. So, Leben nehmen wir natürlich mit. Du nicht, mein Freund. Du nicht. Aber ich hätte gern die Münzen hier. Dankeschön. Wenn ihr Doppelsprung macht, kriegt man die eigentlich immer alle mit. So, und jetzt hier noch. Ja. Oh, krass. Krass, 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 krass. Nein, die Münze will ich noch. Die Münze will ich noch. Lass mich an die Münze. Lass mich an die Münze. Und boah. Wenn ich da jetzt getroffen worden wäre, der hätte mich voll nach unten geworfen. Aber volle Kanüle. Ja gut, das Problem ist jetzt, ich habe es halt langsamer gemacht, dadurch wird der Aufstieg einfacher. Ich hoffe, das nehmt ihr mir nicht ganz so übel. Natürlich wird er ein bisschen einfacher jetzt, wenn es langsamer ist. Macht Sinn. Hier sind die ganzen Münzen, genau. Sogar eine ganze Menge, also wenn ihr es hier mal euch anguckt. So, nein, 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 die nehme ich noch mit. 72 haben wir jetzt schon. Und das ist, wie gesagt, trügerisch, weil jetzt kommen echt nicht mehr viele. Jetzt kommen nur noch ganz wenige hier oben. Und fast alle Münzen, das habt ihr auch gesehen, fast alle Münzen gibt es in irgendwelchen Boxen. Sei es in solchen Pseudo-Item-Boxen. Oder sei... Das war nicht so gut. Oder sei es halt in... Ja, der blauen Box. Aber ich würde behaupten, 90% aller Münzen, die du hier brauchst, kriegst du in den Boxen. Und 10% dann von den roten Münzen und von den Bob-Oms. Ah, nee, Quatsch, es gibt auch noch frei rumliegende, aber nicht viele. Ja, stimmt. Das habe ich vergessen. Ja, irgendein Thema hat mich doch noch beschlichen, was ich nochmal ansprechen wollte. Ich weiß aber nicht mehr, was... Dass ich hier runterfallen will? Nee. Ah, ja, genau, was ich noch ansprechen wollte. Das ist jetzt auch ein bisschen mehr on-topic, aber egal. Ihr habt es ja vielleicht gemerkt, fast jedes Level oder viele Level... Nein, 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 wieso hältst du dich nicht... Okay. Ist nicht schlimm, wir sind runtergefallen, egal. Wir haben unsere 72 Münzen noch, wir haben noch die Hälfte vom Leben. Das ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so optimal, aber immerhin... Boah, was machst du hier? Aber wir leben noch, das ist das Wichtige. Und wie gesagt, bei Regenbogenraserei wäre... Ja, Spoiler, Spoiler, Spoiler. In der letzten Welt, deren Name nicht bekannt ist mir, ich hab's leider vergessen. ja, in der letzten Welt... wäre dieser Fehler schon lange mit dem Tod bestraft worden. Lange. Dafür finde ich es in der letzten Welt ein wenig einfacher. Boah, was mache ich hier? In der letzten Welt finde ich es ein bisschen einfacher.
Nein, das hat doch eben schon nicht geklappt. Was mache ich denn? Meine Güte. In der letzten Welt finde ich ein bisschen einfacher, die Plattform immer mitzunehmen. Aber wenn du da einmal daneben sendest, dann ist natürlich wichtig. Und dann ist ausschlaggebend. So, wie gesagt, also das, was ich jetzt momentan hier mache, ist so gesehen die Easy-Variante von dem Ganzen. Das muss man halt einfach so sehen. Geht mal weg. Außer man nutzt die 12. Man kann auch mit der 12 hier hochkommen, das ist aber nicht ganz so leicht. Das kann in die Hose gehen. So, und jetzt ist halt die große Frage, wo müssen wir hier noch hin, um die Münzen zu kriegen? Da hinten war, glaube ich, nur ein Leben. Oder war hier das Leben? Ne, hier waren Münzen, oder? Ja, hier waren Münzen. Aber wir haben jetzt 75. Wo kriegen wir jetzt noch die letzten her? Das ist echt eine große... Nein, 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 nein. Okay, wir leben noch. Alles super, alles gut. Zwar nicht mehr lange, aber egal. Wo kriegen wir denn hier noch 25 Münzen her? Ich bin mir nur noch mit... Also 20 würde ich vielleicht noch zusammenkriegen, so rein aus dem Gedächtnis her, aber... Halt zwei Boxen mit je 10 Münzen. Aber jetzt? Hä? Krass. Keine Ahnung. Naja, also wie gesagt, in jeder Welt haben wir so ein bisschen den Aufbau von... Hier oben geht's ja auch noch rein. Gab's hier noch Münzen oder gibt's hier auch nur... Hier gibt's noch Münzen, oder? Ja, hier gibt's noch Münzen. Wunderbar. Dann haben wir doch schon 85. Fehlen uns noch 5. Aber das kann nicht sein, dass wir... Nee. Also eigentlich müsste es noch mehr als eine Box geben. Weil ansonsten hätten wir noch 3 rote Münzen mitnehmen müssen. Ich bin mir relativ sicher, dass da hinten Leben ist. Deshalb lassen wir das. Weil das ist eine sehr riskante Stelle. Das seht ihr ja. Also da brauche ich niemandem was vormachen. So, das hier ist jetzt auch nicht gerade so ohne. Genau. Macht man einfach so. Zur Not könnte man sich hier auch nochmal runterfallen lassen. Dreht ihr? Wie gesagt, diese Plattformen hier sind so ein bisschen krass. Oh, das auch. Nein, hier gibt es nur Leben. Dann muss es zwangsläufig da unten in der Box noch Münzen geben. Muss es. Keine Frage. Und deshalb jetzt bitte hier landen. Dankeschön. Das sah zwar ein bisschen sehr knapp aus. Jetzt würde ich am besten gerne nochmal die Lage checken. Also es ist fast direkt vor uns. Da können wir fast nicht verfehlen. Oh, das ist aber richtig. Nein, hier gibt es wirklich nur ein Leben. Wo kriege ich denn dann die letzten Münzen her? Sind die echt noch bei den 8 roten Münzen jetzt? Nein, 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 nein. Lande irgendwo. Irgendwo. Ja, danke schön. Meine Fresse. Jetzt aber nicht hier runterfallen noch. So. Es könnte sein, dass die bei den 8 roten Münzen dabei sind. Jetzt habe ich zwar quasi gefailt, den letzten Stern noch mitzunehmen. Aber die roten Münzen sind jetzt erstmal wichtiger. Ja, und so dementsprechend verhalte ich mich gerade auch. So, einmal den hier. Genau. Jetzt haben wir 97. Ich brauche die roten Münzen. Es geht kein Weg dran vorbei. I'm sorry. Ich muss die jetzt irgendwie kriegen. Aber ich bin mir doch sicher, dass es hier irgendwo noch mehr Münzen gab. Das kann doch nicht sein, dass jetzt... Die Bob-Bombs haben wir doch auch schon alle gekillt, oder? Hä? Zack. Nee, die haben wir schon alle mitgenommen. Ich verstehe nicht, wo hier noch Münzen sein sollen, ganz ehrlich. Ich hab doch... Musst du hier echt... Nee, so viele rote Münzen kannst du nicht holen müssen. Habe ich Bob-Bombs verpeilt mitzunehmen? Auch das glaube ich nicht. Oh, jetzt muss ich wegen diesen 3 Münzen hier alles riskieren. Also das heißt alles riskieren, es ist halt... Es wird langwierig. Und dieser Part hier immer wieder raufzuklettern, ist fehleranfällig. Und das ist das Problem, weil früher oder später werde ich da irgendwie einen Fehler machen. Genau. Ja. Oh, jetzt muss ich nur noch die... Ich mache eine Stampfattacke. Vielleicht klappt's. Nee, klappt nicht. Ach, fuck. Toll, jetzt muss ich irgendwie an diesen Stern rankommen. Komme ich so da dran? Nein. Och, Leute. Ja, so komme ich auf jeden Fall auf diese Plattform. Na, ich glaube, das können wir mal so probieren. Ich will jetzt nicht nochmal da hoch, weil ich weiß, dass wenn ich jetzt nochmal da hoch gehe, dass ich dann beim Versuch, da hoch zu gehen, sterbe. Ist ein bisschen Nervenkitzel gerade. Nee, aber wie... Irgendwas habe ich bei den 100 Münzen vergessen. Hundertprozentig, das kannst du mir nicht erzählen. Das kannst du mir wahrlich nicht erzählen. Naja, was geht ansonsten noch so? Morgen Autoinspektion.
Wird wieder eine schöne lange Warterei. Ist überhaupt nicht nervig, nach einem Arztbesuch dann nochmal sowas zu haben, weil warten tut man ja nicht bei beidem oder so. Nach der Woche bin ich auf jeden Fall ein geduldiger Mensch, so viel kann ich sagen. Ja, und wie soll ich dann? Danach kann ich doch nirgends weiterkommen. Oder? Ich wüsste nicht wie. Ich wüsste echt nicht wie. So, wie mache ich das jetzt? Am besten ganz langsam hier hochgehen. Und es wäre durchaus clever gewesen, die 100 Münzen an der Stelle einzusammeln, wo man den Münzstern auch mitkriegt dann. Aber, naja. Ah, ich weiß halt auch nicht, ob es da oben, wo es den Stern gegeben hätte, vielleicht noch eine Münzbox gegeben hätte. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich meine, mich daran erinnern zu können, dass es das nicht gab. Kann man hier nicht durch? Ja, hier sollte man vielleicht nicht unbedingt stehen bleiben. Ja. Ja, das macht er gut. Das macht er super. Warum mache ich denn sowas? Es ist doch so schwachsinnig. Ich hätte erstmal den Stern mitnehmen müssen. Müssen. Auf jeden Fall. Und jetzt können wir die ganze Chose nochmal machen. Vielleicht fällt mir jetzt ja auf, wo ich die Münzen vergessen habe. Vielleicht ja das zumindest, aber ich glaube nicht. Ich glaube echt nicht. Ach Mann. Jetzt die ganze Chose nochmal. So, einmal dichter. Ja, der fällt schon mal runter. Das ist schon mal eine Münze für einen. Ach Mann. Und da fällt noch einer runter. Ist auch gut. Hier die Münzbox. Die haben wir hoffentlich mitgenommen. Ich hoffe es inständig. Ansonsten habe ich so meine Zweifel. Sind die Bomben jetzt wirklich beide weg? Oder waren da nicht sogar dreimal irgendwann? So. Ich wollte schon sagen, irgendwann drehst du dich doch nochmal. Ja. Ist eine schwierige Sache mit dem Warten und so. Und naja, gut, dafür am Freitag nochmal ein bisschen eine Meisterfeier für letztes Jahr. Vom Tischtennis aus. Das wird ganz lustig. Vielleicht auch ein kleines Besäufnis, ich weiß es nicht. Aber naja. Selbst wenn es ein Besäufnis wird, wird es lustig mit den Leuten, also. Ja. Oder gerade dann? Ich weiß es nicht so genau. Vielleicht auch das. So. Hier oben müsste man auch eigentlich auch so dran kommen. Ne, stimmt, das haben wir ja schon mehrfach probiert hier. Das war nicht so die beste Idee. Das war nicht so die beste Idee. Oder? Wenn wir hier lang gehen. Ja. Das war auch so. Das war die beste Idee, genau. Das war's. Das und nichts anderes. Ja, aber das hier finde ich echt schwer. Ich meine, gut, man kann das mit der 12 deutlich einfacher machen. Und hier, ja, ich weiß nicht, braucht man, wie viele rote Münzen braucht man hier effektiv? Ich könnte mich jetzt halt wieder verscherzen. Ja, eine Münze kriegen wir noch, ist gut. Ja, ich könnte mich halt jetzt genauso wieder verscherzen wie eben, indem ich die roten Münzen wieder als letztes einsammle, die ich eigentlich brauche. Zwangsläufig brauche. Wieso werde ich da dann immer abgehalten? Ist doch scheiße. Und du kannst dich auch nicht drehen auf den Dinger, weil sobald die eine Neigung haben von, keine Ahnung, 10 Grad oder so, wird da nichts mehr draus. Nee. Ey, da hättest du auch mal hochgehen können, meine Güte. Warte mal, probieren das mal anders. Nee, nicht ganz, aber mit so einem Dreisprung könnte man da hinkommen. Nee, oder mit einem gezielten Wandsprung. Das wäre möglich. Ja, mit einem gezielten Wandsprung geht es doch sau easy, Mann. Zumindest an die Münze halt. Die restlichen will ich jetzt mal dahin stehlen lassen, gelassen werden, keine Ahnung. Wir werden jetzt noch einmal von oben runterfallen und uns in einem Rutsch nochmal rote Münzen mitnehmen. Und wenn wir das haben, dann lasse ich es erstmal. Weil dann hoffe ich auch, dass die Menge an Münzen einfach reicht. Ja. Was gibt's sonst noch so? Apropos, ja, Arzt. Da könnte man auch mal wieder ein, zwei Worte zu verlieren. Hat wieder ein bisschen was Politisches. Das wird ja irgendwie in letzter Zeit auf meinem Kanal so ein bisschen aktiver. Politisches Verständnis. Zumindest, ich fand es wirklich interessant oder spannend, dass so viele Leute, oder was heißt so viele, nicht unbedingt viele, aber die geantwortet haben auf solche politischen Themen halt sehr ausführlich und teilweise mit 4, 5 Kommentaren. Liegt natürlich am Zeichenlimit, klar, das sollte jetzt kein Bumping wahrscheinlich werden von euch, sondern einfach aufgrund des Zeichenlimits resultieren so viele Kommentare dann. Ja, das war eine sehr entschlossene Entscheidung. Das habt ihr gesehen. Will ich oder will ich nicht? Ich mach mal nichts von beidem, ja. Ist immer das Beste, weil dann stirbt man auf keinen Fall.
Komischerweise habe ich das jetzt überlebt, ja? Eben das habe ich nicht überlebt, weil da ist er irgendwie ganz komisch gegen eine Wand geprallt. Ich weiß zwar nicht, was für eine das da war, aber er wird schon wissen. Naja. Auf jeden Fall sollten wir jetzt genügend Münzen haben, um weitergehen zu können mal. Oder? Ja, ich hoffe doch. Ja. Und sowas könnten wir jetzt mal wieder ansprechen, nämlich mit Krankenkassen, ja? Ich muss sagen, also ihr kennt ja bestimmt die allgemeine Diskussion immer wieder. Private Krankenkasse, gesetzliche Krankenkasse, Vorteile, Nachteile, ja, sowas in der Art, ne? Ja. Also um vielleicht mal diejenigen ins Bild zu setzen, die nicht ganz so viel wissen, in Deutschland gibt es ja nun mal dieses, ja, Klassensystem, hört sich ein bisschen hart an, aber gibt es ja nun mal das System, dass du dich gesetzlich versichern lassen musst, zumindest, oder die Wahl hast, zu einer privaten Versicherung zu wechseln, zu einer privaten Krankenkasse. Ja, Deutschland ist ein versicherungspflichtiges Land, das ist eine super Sache. Also darüber braucht man, glaube ich, auch nicht streiten. Ich weiß es nicht, vielleicht mögen mich da einige verbessern, aber wenn ich sowas sehe wie in Amerika, wo Leute dann für ihre OPs bezahlen müssen, die lebensrettend sind, das ist dann irgendwie auch... Das finde ich Panne, ja. Also gesetzliche Krankenversicherung als Pflicht ist schon eine gute Maßnahme und das sollte man auf jeden Fall beibehalten. Jetzt gibt es aber viele, die halt meckern wegen... Also privat kann man dann halt noch, wie gesagt, eben freiwillig machen. Dann ist man nicht mehr gesetzlich versichert, aber halt privat und das zählt dann auch. Das ist dann ja quasi eine Befreiung von der Pflicht. So. Nein, das war blöd. Immerhin, ja gut, wir sind noch gelandet. Wie gesagt, das ist eine Befreiung dann von der Pflicht, dass du da drin sein musst. Oder ja, halt eine Alternative. Kann man sehen, wie man will. Ja. Und wenn du in einer privaten Krankenkasse bist, hast du halt den Vorteil, dass du öfter mal, ja, bevorzugt wirst in manchen Praxen, weil du, ja, weil die Ärzte quasi direkt mit der Krankenkasse abrechnen können und, die schneller ihr Geld bekommen. Irgendwie so ist es. So ganz genau weiß ich da jetzt auch nicht Bescheid, aber das ist jedenfalls so der Hauptgrund. Das war blöd. Jetzt können wir hier wieder landen. Hey, ist nicht so, als würden wir alles nochmal fünfmal machen. Das hier wird sich jetzt echt ziehen. Ich glaube, das mache ich sogar in einem Video. Dann haben wir irgendwie ein 40-Minuten-Video mit der Chose hier. Ja, das kann dauern. Das ist echt kein einfaches Level. Ihr seht's ja, also... Das ist haut rein. Ja, dann haben wir... Ne, genau. Also, wie gesagt, ich glaube, die Ärzte können halt mit den Privatpatienten schneller abrechnen oder so und kriegen da besser ihr Geld oder schneller ihr Geld und deshalb sind die halt Privatpatienten für Ärzte immer lukrativer. Und so hat sich das halt entwickelt, dass Privatpatienten in einigen... Ach, Mann. In einigen Belangen halt Vorteile haben, was zum Beispiel, ja, Wartezeiten angeht oder so. Ja. Und viele meckern dann halt, weil sie sagen, ja, Medizin oder generell Hygiene, Versorgung. Gut, Hygiene kann man jetzt das nicht unbedingt... Ich weiß nicht, für Hygiene, Pflegeversicherung eher, aber da kann man bestimmt auch eine private haben. Also, ja, von daher... Oder ist das integriert in der Krankenversicherung? Egal, ja. Jedenfalls zum... Ja, Medizin sollte... Oh, sollte unabhängig davon sein, ob du jetzt eine private Versicherung hast oder nicht. Weil Privatversicherung kostet halt auch ein bisschen was, ne? Ich muss dazu sagen, ich bin selbst privat versichert. Ey. Ja. Bei meinem Vater, weil der halt Beamter ist und Beamte kriegen, glaube ich, alle eine Privatversicherung. Ich weiß es gar nicht. Also, die kriegen auf jeden Fall die Möglichkeit, eine Privatversicherung abzuschließen. Und das ist dann auch relativ günstig, glaube ich, und kostet dann kaum mehr oder wenig mehr nur als die gesetzliche. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, sind Beamte immer privat versichert? Nee, das glaube ich nicht. Also seht, es gibt viele Lücken in dem Thema, aber was halt so die Diskussion ist, die immer wieder angestoßen wird. Jetzt klappt es nicht, jetzt sollte ich vielleicht auch einfach mal warten. Ja, das habe ich die letzten beiden Male einfach vernachlässigt. Ja, die Diskussion, die es dann halt gibt, man sollte keine Leute bevorzugen, nur weil sie sich eine private Krankenkasse leisten können. Manche können das halt nicht, deshalb sind sie gesetzlich versichert oder jeder muss ja gesetzlich versichert sein und die, die sich nicht mehr leisten können, die sind dann halt zwangsläufig gesetzlich versichert und ja, Privatversicherte werden halt
Moment, gab es hier vielleicht noch? Ich glaube, hier gab es noch einen Münzblock, den ich übersehen hatte. Oder? Nee. Hä? Sicher nicht? Es muss doch hier irgendwo noch Münzblöcke geben. Es kann nicht sein, dass wir alle roten Münzen mitnehmen müssen dafür. Das wäre krank. Nee, ich habe das auch anders in Erinnerung. Ich habe in Erinnerung, dass wenn man hier hochgeht, dann auf dem Weg seine 100 Münzen durchaus voll kriegt. Moment, ich gucke mich nochmal um kurz. Da ist noch was. Aha, das wird noch der letzte, also ein Münzblock sein. Aber mir kommt es auch so ein bisschen... Ja, genau. Aber das sind nur 3 Münzen. Krass. Nein, 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 nein. Ganz ruhig. Einfach jetzt hier einen Sprung. Genau, dankeschön. Das sind echt nur 3 Münzen. Da muss man hier doch ziemlich viel mitnehmen. Nein. Ja, das ist gut. Wieder durch alles schön durchgefallen und wieder nach ganz oben. Hey, es ist so spannend. Ich weiß, es, ihr kaut an euren Fingernägeln. Es ist ihr fiebert jeden einzelnen Zug mit. Das Schlimme ist ja, dass ich es eigentlich schon hatte. Und dass das hier... Na gut, das Hochlaufen. Ich hätte halt nochmal hochlaufen müssen. Das hätte auch Zeit gekostet. Also wahrscheinlich nicht so viel Zeit, weil jetzt muss ich ja wieder alle Wege ablaufen. Das ist natürlich ein bisschen zeitfressender, aber es wäre auch zeitfressend gewesen. Also so viel hätte ich da gar nicht gespart. Und gefailt hätte ich dabei wahrscheinlich genauso wie jetzt hier bei den 100 Münzen, weil das ist ja im Prinzip dann nicht viel anders. Also in dem Sinne machen wir uns keinen Kopf. So, kommen wir. Ne, ich probiere es gar nicht aus. Ich wollte sagen, ich probiere es gar nicht aus. Und was mache ich? Ich probiere es aus. Super. Das ist eine Maßnahme. So, und jetzt hier mal mit einem schönen Rückwärtssalto hoch. Ja. Ja. Es sollte halt keine... Also eigentlich sollte es keine Unterschiede dazwischen geben. Gerade was medizinischen Aspekt betrifft. Ja, Menschen haben ein Recht auf... Ich weiß nicht, ist das sogar ein Grundrecht? Ein Recht auf Versorgung? Auf ärztliche? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht so ganz. Ich glaube, ist das in irgendeinem Grundrecht inbegriffen? Könnt ihr mir ja mal sagen. Auf jeden Fall ist es ein moralisches Recht. Es ist zwar immer gut, Moral dann in dem Zusammenhang zu bringen. Ich habe 89 Münzen. Das ist nicht euer Ernst. Ich kriege jetzt gleich noch 10 und dann habe ich 99. Und dann, dann muss ich mich wieder den ganzen Scheißweg runterfallen lassen und diese fucking roten Münzen sammeln. Also eine noch. Und mit der einen, da muss ich dann wieder den komischen... Hätte ich den einen Bob-Omb am Anfang mitgenommen, es hätte funktioniert. Mit dem einen Bob-Omb. Ah, wir gucken jetzt nochmal. Wir lassen uns jetzt erstmal hiervon nicht treffen. Das wäre ganz nett. Genau. Weil hier kommt gleich noch ein Zeiger irgendwann. Und den sollten wir im Idealfall dann mitnehmen. Damit kommen wir nämlich zum allerletzten... Also zum einen zu diesem Stamm für mächtig Aufstern. Das war knapp. Da kommen wir dann hin. Die Frage ist jetzt eben, gibt es da drüben noch eine Münze? Ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Wenn es da drüben noch eine Münze gäbe, wäre es natürlich epic. Allein aus dem Grund, weil ich dann beide Sterne mitnehmen könnte. Und rein der Fairness halber müsste es eigentlich auch so sein. So, jetzt nehme ich den Zeiger mit, aber ich gehe ein bisschen in die Mitte, damit mich diese Kackflamme nicht trifft. Weil die kann hier nicht drauf. Aber ich glaube, auf den Zeiger kann die drauf, wenn sie... Na, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch nicht, aber... Lieber mal nichts riskieren, ne? Lieber mal nichts riskieren. Vor allem hier oben. Ja, daran zerprallt sie, okay, das ist gut. So, und wo müssen wir jetzt hin? Da gibt es den Stern, gibt es da drunter noch was? Nee, oder? Gibt es hier noch eine Münzbox? Hier unten muss es noch eine Münzbox geben, oder? Komm, zeig mir die Münzbox. Zeig sie mir. Ich will die Münzbox sehen. Och, Leute. Das ist doch nicht wahr, oder? Dass hier jetzt wirklich keine Münzbox mehr gibt. Ich verstehe es nicht so ganz, um ehrlich zu sein, weil ich bin der... Ah, da unten gibt es noch eine Box. Hier gibt's noch eine Box. Hier sind Münzen drin, oder? Hier, lass hier Münzen drin sein, bitte. Ja, hier sind Münzen drin. Oh, hätte ich das doch beim ersten Mal schon gemacht. Ich bin so ein Depp, dass ich da nochmal runtergegangen bin. Das war so dumm. Einfach nur blöd, ja. Gut. Und wie ich aus Cornels Video erfahren habe, kann man hier auch den dritten Stern direkt mitnehmen. Von hier unten. Wenn man das so geskillt macht. Wenn man es hinbekommt. Es ist nicht ganz so einfach, aber es funktioniert auf jeden Fall. Wenn man richtig springt. So. Ja,
Da gibt es halt von vielen Ansätzen... Nein. Ja, ich lasse mich ruhig ein bisschen platt machen. Solange ich hier oben bleibe, ist alles super. Solange ich hier oben bleibe, alles gut. So, und jetzt kann man nämlich auf den Wamp drauf, wenn man nicht abrutscht... Wenn man nicht abrutscht, kann man auf den Wamp drauf und sich den Stern hier holen. Dankeschön, meine Fresse. Ja,